In diesem Video zeige ich dir mal 5 Dinge, die fast jeden Spieler auf Reefer Games nerven. Wie auch beim ersten Teil schon, das hier ist ein zweiter Teil, den ersten Teil könnt ihr euch gerne hier rechts oben angucken. Aber wie schon beim ersten Teil gesagt, das hier ist nicht irgendwas, um Reefer Games schlecht zu reden, das ist einfach nur so, um zu zeigen, welche Dinge auf Reefer Games viele Spieler nerven und vielleicht könnte man die auf Reefer Games ja fixen oder besser machen, dass es nicht mehr so ist wie vorher und dass diese nervigen Dinge auf Reefer Games nicht mehr da sind. Wir fangen jetzt aber direkt mal an und das erste Ding ist bei Slash Warp Orbs, wenn wir da mal hingehen, Slash Warp Orbs, dass hier, wenn man manchmal da hingeht, dass hier manchmal einfach der Orb-Händler weg ist und man einfach rejoinen muss oder auf einen anderen City-Build gehen muss, dass der Orb-Händler wieder da ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Der Orb-Händler ist manchmal einfach weg, wenn man ein paar Mal zu denen geht, wenn ich zum auf City-Build 7 gehe. Da ist es schon mal vorgekommen, dass der bei mir weg war. Das Ganze habe ich aber auch schon öfters gehabt, wenn ich Cobblespawner geleert habe und die Sachen dann abgegeben habe, und dann wieder zum GS gegangen bin, dann wieder hier zum Home gegangen bin, dass der Orb-Händler weg war und ich wieder neu joinen musste. Das hatte ich in letzter Zeit, ja gut, nicht mehr, weil ich das nicht oft gemacht habe. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das schon mal hattet. Und das Ding ist wirklich sehr nervig. Ich weiß nicht, ob man das beheben kann. Aber wie gesagt, das ist einfach ziemlich nervig und finden auch viele Spieler nervig von den Leuten, von denen ich das schon bis jetzt gehört habe. Das zweite Ding, und das sollte, glaube ich, jeder kennen, ist das nervigste Ding. Ich würde sogar sagen, das ist wirklich das nervigste Ding auf ganz Griefer Games. Bei den Adventure-Aufgaben haben wir hier zum Beispiel, ja gut, die Aufgaben. Das habe ich jetzt heute nicht, aber es kann sein, dass es die monatliche ist, die wöchentliche oder die tägliche Aufgabe, dass hier diese verdammten Laubaufgaben sind. Laubaufgaben sind so nervig, dass es fast jeden Tag so ist. Ich habe das mittlerweile so oft, dass es manchmal drei oder vier Tage hintereinander kam, diese Laubaufgaben. Und wenn wir jetzt mal auf mein GS gehen, auf CityBuild 4, dann kann man sehen, wir haben die Sachen, also ihr könnt diese Adventure-Items euch abholen, aber diese Aufgabe nicht machen und ihr behaltet somit euer Item. Das jetzt sind die Adventure-Werkzeuge und hier sehen wir zum Beispiel 25.920 Fichtennadeln, was ich nicht gemacht habe. Durch dieses Labelmon 4 Addon sehen wir hier auch, wie viele Blöcke das insgesamt sind. Weiteres dazu erfahrt ihr in dem Video hier rechts oben, aber hier sehen wir die Aufgaben. Und wenn wir das übrigens machen, diese Adventure-Aufgaben, dann können wir die nicht mehr abgeben. Ihr müsst es wirklich rechtzeitig abgeben, sonst könnt ihr das zwar machen, aber ihr könnt diese Dinge nicht mehr abgeben. Aber hier zum Beispiel 25.920 Fichtennadeln. Dann haben wir hier nochmal fast 4000 Fichtennadeln. Dann noch immer hier fast 4000 Fichtennadeln. Das ist übrigens das gleiche. Ich weiß nicht, was sich Griefer Games dabei gedacht hat. Und hier, das habe ich gefarmt, aber konnte es nicht abgeben dann im Nachhinein. Schon wieder Birkenlaub. Also diese Laubaufgaben sind ultra nervig, wenn wir das mal angucken beim Spawn. Und hier links rüber gehen. Oder bei den Slashbob Orbs natürlich. Dann sehen wir die Adventure-Aufgaben hier. Und ihr könnt ja gerne mal selber vorbeigucken. Wenn ihr einen Spider kommt habt, guckt auch gerne mit dem vorbei. Oder guckt in ein paar Tagen nochmal vorbei oder jeden Tag. Ihr werdet sehen, dass die Adventure-Aufgaben eigentlich zu 90% nur aus diesen Laub- oder Nadeln-Aufgaben bestehen. Und was ultra nervig ist. Und das ist so ein Ding, was Griefer Games wirklich, glaube ich, fixen kann. Also ich hoffe und ich glaube, dass man da die Chance einstellen kann, dass man irgendwelche anderen Aufgaben bekommt. Aber Hauptsache nicht dieses Laub. Das ist so nervig und jeder wird mir da, glaube ich, zustimmen, der Adventure-Aufgaben macht. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich glaube, da kann man mir nur zustimmen bei dem Punkt. Und wir gehen direkt weiter zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist Wartezeiten bei Slash Switch. Wenn wir jetzt nämlich mal Slash Switch eingeben, was ich auf einem Autotext habe, und dann gehen wir einmal auf City Build 1, dann gehen wir direkt weiter auf City Build 2, und dann wollen wir auf einen anderen City Build, zum Beispiel City Build 3, dann geht das nicht. Ja, wir haben diesen Timer hier, was hier zum Schutz gemacht ist, da ist gar keine Whitelist an, aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so nervig. Also ich habe das schon mal, bin ja vor einer Zeit probiert, ich weiß gar nicht mehr wann, vor 2 Wochen oder so, und da war das schon wirklich nervig, aber wenn wir jetzt schnell durch die City-Builds gehen wollen, zum Beispiel Werbung machen und zum Beispiel, als YouTuber, ja gut, hier zum Beispiel, wie ihr seht, als YouTuber, wenn man im Status Werbung hat für seinen Stream zum Beispiel oder für ein Video, weil, ja gut, Broadcast hat man ja nicht als YouTuber, es hat nur Streamer. Also ich rede jetzt von YouTube-Streams, ja, nicht von Twitch-Streams oder so. Ja, wie gesagt, ihr seht, wenn wir hier die City-Builds durchswitchen, dann können wir hier sehen, dass hier eine Whitelist an ist. Ja, schon wieder, also da ist gar keine Whitelist an, wir müssen warten. Jetzt gehen wir auf City-Build 19 und jetzt hat es funktioniert. Sorry für die ganzen, für die ganzen Switches. Aber auf jeden Fall haben wir dieses Ding und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere nervig findet von euch jetzt. Aber ich habe auch, wie gesagt, bei allen Punkten schon mitbekommen, dass diese
Dinge auf Griefer Games nervig sind und da könnte man was beheben. Aber ich glaube, das ist auch so und da wird sich auch nichts dran ändern, weil das einfach so ein Schutz ist zum Duplizieren. Also, dass Leute nicht duplizieren können. Ist auch sehr gut, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob man da irgendwas beheben kann bei dem Punkt jetzt. Aber wir gehen direkt weiter zum nächsten Punkt und das ist der Item-Bug in den Inventaren. Und zwar kann ich das euch gar nicht genau so richtig jetzt zeigen, aber es geht doch so ein bisschen. Wenn wir jetzt gleich Rezepte eingeben, dann sehen wir hier bei den Minecraft-Rezepten, dass hier weiterblättern geht, aber hier nicht. Also wenn wir jetzt ganz zurückgehen, hier nicht. Das ist nur so ein Beispiel. Das ist normal, dass das nicht zurückblättern geht, weil das die erste Seite ist. Aber wenn wir jetzt hier bei den Rezepten sind, dann können wir manchmal nichts auswählen. Ich weiß nicht, wie man das erklären kann, aber wir können hier manchmal einfach nichts auswählen. Wir können bei den Rezepten hier auf die Item-Komprimierung klicken, hier zum Beispiel auf die Erde, aber das wird nicht angeklickt. Das ist manchmal so ein Bug. Ich kann, wie gesagt, das Ganze nicht erklären, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass man hier so oft draufklickt, wie man will. Wie gesagt, das hier ist normal, aber dass man auf so ein Item so oft draufklickt, wie man will, aber dass es einfach dann nicht funktioniert. Man muss rejoin und dann funktioniert es erst, dass man Items komprimieren kann, zum Beispiel bei dem Menü oder bei einem anderen Menü bei /Rezepte. Oder das Ganze findet man auch bei den Cobblespawnern. Wir sind jetzt auf City Build 19, da kann ich gerade keine Farm. Wir gehen auf City Build 4 zu meiner Cobblespawner Farm /PR-Fancy-Spawner, wie es hier unten links steht. Da gehen wir hin und hier kann man zum Beispiel dann manchmal einfach... Hier kann man den Cobble jetzt rausnehmen. Mache ich jetzt mal nicht, weil, ne, falls hier jemand kommt und die Farm lernen will. Aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, dieses orangene Glas wäre Cobblestone oder was anderes von Erzen halt. Und dann klickt man das an und kann es nicht rausnehmen. Bei den Cobblespawnern, ich glaube, jeder, der Cobblespawner lehrt, hat es schon mal gehabt, dass man einfach nichts rausnehmen kann. Man muss rejoinen und dann funktioniert das erst. Wie gesagt, das ist ziemlich nervig für mich und für andere Spieler auch. Für alle, die Spawner, Cobblespawner oder generell Spawner auslernen. Und der fünfte Punkt ist die wenige Teilnahme von Spielern an Abstimmungen. Bei zum Beispiel /start jail haben wir hier dieses Menü. Hier habe ich zum Beispiel einen Token. Wenn wir jetzt jemanden mal start jailen oder wenn wir jemanden start kicken und jetzt zum Beispiel auf City Build 22 sind und hier zum Beispiel 193 Spieler online sind, aber immer nur 30 oder so nur teilnehmen, dann ist das ziemlich nervig und wenn man jemanden unbedingt rausgekickt haben will, weil der wirklich was Schlimmes gemacht hat, gescammt hat, keine Ahnung, beleidigt hat oder gespammt hat im Chat, der einfach nicht rausgekickt werden kann, weil so wenige Leute bei der Abstimmung teilnehmen, dann kann das wirklich extrem nervig sein. Und da wäre als Lösung einfach dieses Limit von den Leuten, die dran teilnehmen, um dass die Abstimmung durchgeht, niedriger zu schrauben, weil es viele Leute gibt, die AFK sind, die zum Beispiel einfach nicht die Money Drops abstauben wollen oder die Pay-Sternchen. Und dass das Limit bei den Abstimmungen, dass weniger Spieler daran teilnehmen müssen, damit eine Abstimmung durchgeht, halt einfach niedriger gesetzt wird. Vor allem, weil generell die ganzen City Builds, wenn wir jetzt mal bei /Portal hingehen und gucken, die ganzen City Builds nicht mehr so voll sind wie früher leider. Und das halt ziemlich nervig ist. Also ich kenne die Grenze nicht, wie viele Leute bei denen an Abstimmung teilnehmen müssen. Aber wie gesagt, es muss einfach runtergeschraubt werden, sonst gehen die Abstimmungen sehr oft nicht durch. Auch auf City Build 22 gehen so viele Abstimmungen nicht durch. Und ich bin da oft in der letzten Zeit auch gewesen. Und da sind einige Abstimmungen, die einfach nicht durchgehen. Vor allem abends auch, weil da immer noch viele Leute online sind, einfach die Money Drops abstauben wollen oder die Pay-Sternchen abstauben wollen und dann drin nicht dran teilnehmen und diese Abstimmung halt nicht durchgeht. Also wie gesagt, das Limit muss runtergeschraubt werden, damit diese Abstimmungen durchgehen und dass das nicht mehr so nervig ist auf Griefer Games. Ja, und wenn ihr noch weitere Dinge auf Griefer Games kennt, die euch nerven oder die nervig sind generell, dann schreibt sie gerne in die Kommentare, dann mache ich vielleicht auch einen dritten Teil, wenn genug Dinge zusammenkommen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.